Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Mahmoud, the fourth day now you wear this. The people don't believe you have only one. Tell me. You destroy all the money I cannot buy. Ja. Wir haben nicht mal einen Hammer, aber wir haben es hinkriegt. I make the dryer from your hair. Dryer from my hair? Dryer. Ah, what you make? I make it dry. Ach so. Just the sweating areas. Nur die Schweißflecken mit dem Föhn, trocken geföhnt. Mahmoud, I want to tell you something. Also weich. Bring the silsili for the Kahraba. When I come back from Nag Hammadi, we fix it. Wir haben nämlich heute alles baut für die Schildkröten. Und da hast du noch geschlafen, Mädle. I bring the highest one I find. What do you mean? What is the highest watt here? What you can buy? This will do nothing. Just I know. I need to know. I don't know. It's like Lamborghini, for example, 40 watt. 40 watt, for example. Ach was. Normal light, you mean? He has the reptile light. I see this in the... Even in Amazon. But your konto is empty. Wenn dein konto nicht leer wäre... Coming back, this... I will not wait because my sacholofan need hot. Or we bring it in the home and I open the heater. Bring it in the home. So? In the bedroom. In my bed. And you go in there, McCann. Und du gehst zu deinem Platz. So, Leute. Jetzt zeigen wir euch, was wir gemacht haben. Also hier nochmal zugemacht. Was? Was ist da für ein Loch? Broken, Mahmoud. Guck mal. From this Kahraba cutting, from your country. Ach, in Germany I have this for my reptiles 8 years. Guck, hier ist auch zu. Dann haben sie nur die Löcher halt, das ist aber frisch. Und hier ist zu, hier ist zu. Alles nochmal ausgelegt, gell? Tu dich schön rein in die Decken legen, überall Decken. Ja. So, ich mache mit euch jetzt mal eine Runde. Hier ist zu. Den Mann habe ich rausgenommen. Ich hoffe, der hat niemand geschwängert. Das ist doch Bullshit. Ich will doch nicht schwanger. Puma, wenn du Zeit hast, kannst du mal die... Ich habe heute so viel geputzt schon. Also meine Nägel sind schon ganz schwarz. Die Tüten aufheben, Mausi. Das sind nur 3-4 Tüten. Hier ist zu. Was? Was sagt die? Lass mich in Ruhe, egal. Okay, dann habe ich noch unseren Ramadan-Tischtuch. Zu den Fächeln, dass die Hasen warm haben. Hier haben wir nochmal perfektioniert, weil das war so halb schief. Die brauchen doch nicht so Wind. Ja, und sie ist jetzt zwitschern sie wieder. Danke, Khadija. Gell? Ihr habt auch super grün, die Hasen, fressen mit den Hühnern. Wo seid ihr? Die sind da drin. Hier zwitschert der andere Has rum. Wo ist schon? Ach so, das kann ich auch mal zeigen. Da haben wir auch zugemacht. Das ist jetzt halt Winter. Die brauchen ein warmes Zuhause. Da ist zugemacht bei den Hühnern. Und die Tür da auch, das Fensterle. Hier habe ich zugemacht. Warum nicht mit Steinen? Ist auch gut. Hier habe ich einfach Vorhänge draufgehängt, wie jedes Jahr. Ist der Hase hier. Oh, da bist du. Schau schön hier. Ja. Kann man lassen. Was willst du? Super. Gell? Und ihr habt heute 2 Vogeleier bekommen, wo niemand brütet. Das war lecker, gell, Fausi? Lecker, lecker. Willst du raus? Jetzt kann ich jetzt nicht. Ich muss in die Stadt fahren. Leute, ich habe eine Mission. Ich will heute eine Melkkatze retten. Eine, die ausgebeutet wird von dem Zooladen, wo immer im Käfig ist und kein Licht, nix. Immer nur Baby, Baby, Baby. Und ich werde mit dem handeln und gucken, was ich rauskriege. Und wenn ich paar Tausend zahle. Aber das arme Kätzle muss raus. Weißt du, da muss man auch mal dahinter steigen und den Müll holen. Mir tun die leid. Man kann nicht immer Kitten retten, man muss die Mütter retten. Weißt du, das ist das. Klar holt er sich wieder neue. Aber für die macht es einen Unterschied.
für die eine Katze. Die tun mir so leid in den Käfigen. Guck, was wir gebaut haben. Ja! Oma! War das eine Kuh? Am Ende, Heidi! Habibi! Habibti! Habibti! Süße Maus! Süße Maus! Ja! Also, das ist das neue Gehege für die Schildis. Habe ich getragen, das ganze Ding, die ganze Steine hin, hier an der Seite mit Liebe zugemacht, dass wirklich, hier guck, dass alles zu ist, dass kein Wind reinkommt. Von innen und außen die Folie abkleckt, hier. Hier wird das Kabel durchkommen, das elektrische. Mahmoud wird da die Lampe befestigen und dahinter zum Strom. Und das wird dann nur nachts angemacht. Oder es sei denn, wir haben einen Wolkentag. Ich wollte es eigentlich aufschneiden. Mahmoud hat gesagt, nee, wir tun die abends selber rein. Wir machen dann hier auf morgens, dann kommen die raus. Guck, ist doch schön. Das hat der Yunus schon perfekt gemacht. Ein Sandplatz. Und da oben die Decke, das wird dann einfach. Und dann wieder zu. Fertig. So. Also besser als irgendeine Box bauen. Ich glaube, das ist das Beste. Jetzt brauche ich nur noch, ich habe das Gestell aus Deutschland. Jetzt brauche ich nur noch die Birne. 100 Watt oder 150 Watt wäre das Beste. Ne, Rotlicht, egal. Das gibt es halt hier nicht. Nur bei Amazon für 2000 Pfund. Das kannst du aber vergessen. In Deutschland zahlst du da 15 Euro. So eine Lampe. Aber die ging bei uns kaputt. Wegen dem Stromausfall. Gell? So ist es. Ja. Was haben wir noch gemacht? Ja, das war's. Mehr gibt's nicht. War genug Arbeit jetzt. Ihr seid hier, bei euch ist heute. Was? Wer lässt dich nicht in Ruhe? Der Puma? Der Fini. Ja. Der liebt doch mich. Der liebt dich auch. Aber mich liebt er mehr. Ja, Rosi. Ach, komm. Hey, Baby, ich bin doch immer bei ihm. Mein Baby. Ja, jetzt haben wir alles winddicht. Der Puma. Ich fahre jetzt in die Stadt nach Nagahamadi. Ich habe heute den ganzen Tag frei. Ja. Ich muss lernen für morgen. Oh, morgen wieder Prüfung. Ja, Amelie. Was? Amelie. Was ist Amelie? Amelie? Nein, zum Beispiel Physik. Morgen haben wir Amelie Physik. Das ist so der. Ein Vortest? Nein, das ist einer der richtigen Tests. Die sind so, guck. Wir haben ja ganz viele. Fino! Wir lernen, wieso ist. Wieso ist der Dings da, der Schnabel von dem Adler so wie gebogen? Er ist. Ja, und wieso sind die Krallen so? Mhm. Ja, auf jeden Fall so halt. Und über auch Wasser und über Stoffsachen. Mhm. Kleine Fliegen. Whatever. Und warum ist der Adler mit der Kralle so? Damit er die Beute und der Schnabel. Weil er ein Fleischfresser ist und damit er die Beute richtig. Richtig. Weiß ich auch. Ich weiß alles über Tiere. Alice, frag mich, was du willst. Hast du eine ganz schwere Frage? Wie viele Zähne hat ein Eichhörnchen? Das weiß ich. Also glaubst du, ich habe ein Eichhörnchen? Ich bin doch kein Eichhörnchen-Zahnarzt. Wir müssen das wissen. Das was? In Ägypten gibt es noch nicht mal Eichhörnchen. Wie viele Zähne hat ein Eichhörnchen? Das braucht man zum Leben. Also weißt du, in der Schule wird so viel Quatsch beigebracht. Also, wie viele Zähne hat ein Eichhörnchen? 30. Nein, hier. Wie viele? 4. Hier, wie viele? 2. Wie viele? 1, 2. Echt jetzt? Der hat nur einen Zahn hier. Jetzt wird mir einiges klar bei Puschel, das Eichhörnchen. Weil ich habe immer gedacht, warum sieht man da nur einen Zahn vorne, wenn der schwätzt? Puschel, Puschel. Na, gut. Das ist so eine schöne Serie mit den Waschbären und Puschel und alles. Stimmt, weil dann sieht man nur einen breiten Zahn und zwei kleine unten. Gut, jetzt habe ich wieder was von dir gelernt. Masha Allah. Was macht ihr? Guck
Guck mal, da will sie zahm machen, die Donna. Du bist doch eine Liebe geworden. Seit die Zicken weg sind, ist die Liebe. Aber auch nicht so. Die ist jetzt in der Unterzahl mit den Hexen. Alle liebe Katzen, ja nur sie. Kann sein, ist 11 Uhr? 11:20 Uhr. Ha, ja, logisch. Stromausfall. Sie, radeln Sie auf. Das ist ein Hallo-Drehen. Jedes, überall. Guck mal, die Donna kommt zu dir. Ja. Kommen Sie, kommen Sie. Die Kuppe macht sich wichtig und dann werden sie gestellt. Jetzt nicht mehr. Hi, da sind wir wieder. Also, heute ist Sundig, Sonntag, der 24. Ihr seid jetzt wahrscheinlich, es ist kurz vor 12 beim Mittagessen. Oder ich weiß nicht, um wie viel Uhr ihr da. Vielleicht bruncht ihr auch nur und macht dann vor der Bescherung das Abendessen mit der Ente. Manche machen es so, manche so. Und was mache ich an eurem Weihnachten? Ich mache Mama-Tag. Ich gehe in mich, spüre mich, fühle mich. Ohne Kinder, ohne Mann, einfach allein ins Auto und ab und guck, geh in mich, was brauche ich, was will ich. Das ist ein Stückle Freiheit, ohne irgendwelches Gebabbel, Geschnatter von der Hühner, sonst immer hier, wer will was, wer hat Hunger, wem gehen wir wieder Futter, das. Niemand will was von mir. Ganz alleine. Ein Tag für mich. Ich bleib nur 3-4 Stunden weg. Aber das macht viel aus. Für sich selbst. 45 Tage alte Lulu-Welpen. Guckt euch, Arba. Guckt mal, oh, die ist rein. In Tayadi. Und die? Dakar. Aiwa. Das ist Reihe aller Tour. Und die? Dakar. Vitaleta, Dakar. Aiwa. Habibi. Udi. Ayo. Itai. La Dakar. Lintai. Binintaya. Waha. Taleta Dakar, mashallah. Udi kibir. Udi wahed. Hawa naim ola mat. Habibi. Ja. Mashallah. Süße Mäuse. Und der ist hier zum Baby machen. Und Laulil Bach, kam. Ja. Laulil Bach, wie kam die Otter, Messalan? Mit ihr. Gul ala, ist mal er. Hazem, ein Eiser, ich stelle dich. Da, ich bin am لا مش هيبيعوا حاجة قول لا هازم رن رن بس رن. أما إيه فين هو في البيت نايم ما كوك ما حبيبي في إيه برد إيه برد من برد يا ده ده heißt jetzt Zucker oder der hieß Zucker komm Zucker. Der wurde gebraucht zum 100 Pfund heiraten. Dann habe ich gesagt, ich gebe dir 1000 Pfund. Gib mir den Ding. Der war eingesperrt. Hier habe ich es nicht geschafft bei den anderen. Aber jetzt fahren wir mal weiter zu einem anderen Shop. Zucker! Ist heiß hier, gell? Endlich draußen. Alhamdulillah. Also nimmt's auf, ja? Der hat gesagt, ich kann ihn dir nicht verkaufen. Ich so, bitte, für mich. Am Telefon haben wir geschwätzt. Den war grad, ich habe ihn angerufen. Du sagst, das geht nicht. Ich brauche das. Ich brauche die Katz. Blaue Augen, alles. Und du kannst ja nicht hier. Der ist schon eingesperrt jahrelang bei dir. Und ich habe immer gedacht, das ist ein Mädle. Und der heißt Zucker. Der ist voll. Die lieben den voll. Der ist auch ganz lieb. Komm mal her. Mach ich noch einen Unfall. Guck mal, wie süß der ist. Oh, Habibi. Jetzt bist du frei, jetzt musst du nicht mehr rumpoppen. Entschuldigung. Das ist ja Katastrophe. Und in dem kleinen Käfig da. Jetzt kannst du frei spielen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen sagen. Ja, deine Haare sind noch so kurz, weil du immer im Käfig rumstreifst. Das ist eigentlich eine Shirazi. So blaue Augen habe ich mir immer gewünscht. Muss ich aufpassen, wo ich hinfahre. Hab mir Red Bull geholt vor lauter Freude.
Schon gestern Red Bull, heute Red Bull. Das ist ein bisschen viel gerade, gell? Aber ist egal. Oh, warte mal, muss ich hier rein? Hä? Wo muss ich denn jetzt noch? Ich check's gerade gar nicht. Ich bin gerade falsch, ich hätte da, oder? Nee, richtig, ich muss da vorne links. Ja. Zucker. Ja, jetzt hat er aufgehört zu miauen. Ist der goldig, du, der Arme. In dem kleinen Käfig, hab's euch gezeigt. Und ich so, nee, ich lass das nicht. Jetzt kommen Leute, die halt, da muss er heiraten. Und morgen auch, sag ich, sag, der ist gestorben. Ich geb dir 1000 Pfund für die Katz. Normal kostet so eine Katze 300 Pfund. Ja. Dann hat er sie mir gegeben. Ich hätte auch mehr gezahlt, aber ich glaube, wo es gab. Bei 1000 sagt er nichts. Sag ich, bitte. Bin so glücklich. Der Arme. Der Arme. Und da war noch ein Superkater. Aber der war nicht, das war nicht vom, das war ein anderer Kater, ein anderer Shop. Der sah aus wie eine Maine Coon. Für 300 Pfund hat sie den verkauft. Und die vor meiner Nase weggekauft, der Mann. Der hat den Kater genommen und weg war er. Er hat gesagt, ich habe ihn gekauft. Ich so, boah. Aber gut, es war keiner, der gelitten hat. Der wäre schnell verkauft worden. Den hätte ich auch nicht gekauft, eigentlich. Ja, kommt mal, Leute, macht mal Platz da. Ich muss rein. Ja, wartet, Leute, ich habe kurz Zeit. Oder? Guck mal die Katz an. Die Katz steht auf dem Handschuhfach und guckt aus dem Fenster. Gell? Komm zu mir. Ja, komm zu mir. Guck mal, wie ich auch... Oh, ja, fein. Ja, in Ägypten mit einer Katz am Steuer. Die denken auch, ich bin nicht sauber. Ist mir egal. Jalla, gehen wir darüber, gehen wir darüber. Jetzt gehen wir mal in den letzten Zooladen und gucken, was da noch ist. Ob ich da noch was rausschlagen kann. Eine Dose Katzenfutter habe ich schon mal gekauft. Und dann gehen wir in den Elektroladen. Ja, Baby. Zucker. Oh, da ist der Shop. Da ist er. Habt ihr Kätzle? Ich hoffe, keine... Oh, was ist denn das? Ein Hund. Jetzt glotzen wir mal. Oh, der hat einen Lulu-Hund. Komm mal her, komm mal her. Komm her, Baby. Komm her. Jetzt machen wir aus. So, ja, Zucker. Bin mal gespannt, ob mein Mann das merkt. Bestimmt Zucker. Also, die hatten nichts, die hatten nur einen Franzaui. Baby, du kannst mir mal in die Windschutzscheibe. Eieiei. Und da ist noch ein Polizist. Der denkt auch, bist doch ganz sauber. Ei. Was ist das, wenn sie einen Anruf annehmen? Der Vater ruft an. Hilfe! Ich komm, ich bin gleich wieder da. Moment. Also, ich muss sagen, der miaut nonstop. Mein Mann ruft an, der hört es gar nicht super. Wir haben hier ein Problem, weil heute ist Sonntag und die Elektroläden sind meistens, nein, geh runter, sind meistens Christen und die haben sonntags zu. Das heißt, ich werde keinen Laden finden, der eine 100 Watt, ich gehe jetzt nochmal in den anderen Laden rein, da habe ich nämlich vergessen zu fragen, ob die Aquarienlampen oder Ding haben, Reptilienlampen. Ja, weil ich meine, ich hätte dort was gesehen. Ich gehe noch mal gucken. Hallo, aufpassen. Was willst du von mir? Jetzt gibt er mir noch die Hand. Ja, was willst du? Sagt er. Ich will Auto fahren. Beweg den Bobo schneller. Zucker, du wirst dich freuen, wie viele Freunde du jetzt hast. Ja, der sieht auch gesund aus, ist alles fit. Der Arme. In dem kleinen Käfig kommt nie raus und muss immer heiraten. Gut, das Heiraten wird ihm nicht schlecht tun, ne? Aber... Als auch eine Melkkuh, ne? Auch eine Melkkuh. Dann brauche ich eigentlich nichts mehr. Ich überlege, achso, ich muss doch zur Apotheke irgendwas kaufen, sagt mein Mann. Und dann ist fertig, fahre mir bloß ins Auto. Nein, ich sag das, Vorfahrt. Ja. Oh, schönes Kopftuch hat das Mädchen. Maschallah. Also, weißt, jetzt hole ich dich noch frei da raus und du jaulst mir das ganze Auto voll. An Weihnachten. Oh, euer Weihnachten. Das ist mein Weihnachten. Zucker. Du bist ganz dünn. Ah ja. Wird schon, wird schon. Zucker ist teuer geworden.
Zucker, ja, denn ja Zucker. Also ich bin ein bisschen sauer, weil diese Katze, die ist mir durch die Lappen gegangen vor dem Mann. Der Mann war vor mir dran und ich bin wirklich, das war eine Sieb, das hat mich, das nervt mich, weil das ist der Wahnsinn, wie der ausgesehen hat. Ein Hammerkater. Aber das ist halt auch nicht zum Retten, ne? Naja, uah, sag mal, du kleiner Typ. Und der fährt mitten, geh mal weg da mit dem Bus. Sag's euch doch mal. Seid ihr live dabei beim Unfall? Der hat schon wieder eine Mundmaske. Haben wir wieder Corona-Zeit? Jetzt ist das Motorrad ausgegangen. Also du siehst ganz anders aus als Prinz. Ganz anders, muss ich sagen. Jetzt denken die, was will denn die schon wieder? Ich will die Katze verkaufen. 2000 Pfund. Moment, wo ist dieser Shop? Ah, hier. Muss noch mal fragen. Siehst du? So. Guckst du auch schon, was ich einkaufe? Ja. Ein paar Pampers eingekauft, gell? Für die Dua. Zwei Päckle. Komm, mach mal ein Foto. Für die Amina. Mach die Augen auf. Augen auf. Zucker. Zucker, Zucker. Der macht die Augen nicht auf. Hallo. Psst, 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 miau. Was schon wieder? Ich will nicht. Dem ist heiß, ja. Gehen wir heim. Halas. Schau mal, wie wir fahren. Der guckt aus dem Fenster, kann es nicht fassen. Der Süße. Gell? In meinem Käsch. 4 Jahre alt. Zucker. Keine Ahnung, wie lange der dort schon war. Manchmal war er da, manchmal nicht. Aber der ist eigentlich Bestand von dem Laden. Ich habe nie irgendwie dran gedacht, den zu kaufen, weil... Ne? Aber jetzt ist seine Zeit gekommen, er ist freigelassen. Guck mal, wie er draußen guckt, der Süße. Oh. Wisst ihr, was mich daran erinnert? Weihnachten 2013 war Amina in Deutschland. Mahmoud und ich sind auf den Markt gegangen und da habe ich einen Hase gekauft. Der war so zahm. Da habe ich gesagt, komm, dich rette ich an Weihnachten. Für uns Muslime hat ja Weihnachten keine Bedeutung. Aber, ne, das war so lustig. Jetzt schon wieder an Weihnachten hole ich ein Tier. Ist doch gut. Ja. Aber ihr hättet ja den anderen gesehen. Der geht mir nicht aus dem Kopf. Das war ein Riesenkater, wie Maine Coon. Riesig. Das ist eine Waldkatze. Und grau-weiß. Natürlich keine blauen Augen. Geh mal runter, du kannst nicht raus. Ja, so fährt man. Du, ich bin in Deutschland mit meinem Yorkshire Terrier auch so gefahren. Der wollte auch mal rausgucken. Ich bin das gewohnt. Ja. Bumm, Unfall. Ich bin das gewohnt, Unfälle zu machen. Ah. Miau, wo fahren wir hin? In die Freiheit, Zucker. Und der Name ist so schön. Zucker, der ist wirklich Zucker. Miau, wo sind die Weiber? Bei uns gibt es keine Weiber. Alle kastriert, kannst nichts machen. Wie die alle gucken. Ich rede mit der Katze und habe eine Katze am Steuer. Wurst. Miau. Habibi. Willst du mitfahren? Nein, nicht da drauf, nicht da drauf. Komm, so lieb sein, Habibi. Ja, guck mal. Guck mal. Ja. Wo fahren wir hin? Wir müssen ins Dorf zurück. Oh, ich habe mir immer eine Katze mit blauen Augen gewünscht. Ich habe mir heute gar nicht eine Sekunde dran gedacht. Ein Männchen. Ich wollte eigentlich ein Weibchen holen. Aber da waren keine Weibchen, nur Männchen. Zum Heiraten. Hätte ich mal den anderen auch gekauft. Aber das kann ich nicht wissen, ob die sich hier im Auto vertragen. Aber der Typ hat mir ja weggeschnappt vor der Nase. Er hat gesagt, ich bin ein Männchen. Ich so, nee, danke. Ja. Normal hat er nur Weibchen da. Nur, keine Ahnung, wo die sind. Haben die gerade ihre Babys oder keine Ahnung, gell?
Fürs Thumbnail. Zucker! Du! Der hat auch die Pfote am Lenkrad. Super! Fährst auch mit? Guck mal, er fährt mit. Hast Angst? Wo fahren wir hin? Wo sind die Weiber? Die gibt's nimmer. Jetzt gibt's nur noch Fressi, Schlafi, Spieli und Glotzi. Miau, schön. Gucken wir mal. Vertraue mir, es wird besser. Das Leben wird besser. Du kannst kratzen an den Bäumen. Nur deine Nägel. Eieiei. Ja. So, guck mal, wie er die Pfote hat am Lenkrad. So süß, gell? Fahr Auto. Wir fahren Auto. Unverantwortlich, Katika, wie du für Auto fährst. Na ja, komm. Nicht mal angeschnallt ist sie. Bei 30. Es hat mit 30 nichts zum Tor. Da kann ein LKW kommen mit 100. Hier kann man kein 100 fahren. Hier sind immer diese Bodenschwellen. Verstehe ich? Ja. So. Ach, ist der schön. Ich glaub's nicht. 100 Pfund heiraten. Da kommen die ganze Bagage und der muss die heiraten. Kannst du auch mal Nein sagen, wenn du dir nicht willst. Hallo, sonst krieg ich Schläge vom Hals an. Wirklich? Kriegst du auch nicht drauf? Jalla, heirate. Das ist was. Ja, du bist willkommen. Das Wichtigste ist nicht das Heiraten, das ist das, der Käfig, der war... Habe ich den gefilmt? Ich glaube. Das war... Hier Kaka, hier Essen, in der Mitte schlafen. Und das kleine Kätzle, wo er entwurmen soll und Ding, gleich wegverkauft. Das war gleich weg. Das hat er geimpft und zurückgegeben dem dem Doktor, Zahnarzt oder keine Ahnung. Und der Apothekerin. So schnell geht es. Und ich mache da 2 Monate rum mit dem ganzen geimpft, Wurmmittel, die zack, zack, weg. Und die nehmen auch keine Wurmtabletten, die nehmen Flagyl, 1 Milli. Und nach einer Woche wieder 1 Milli Flagyl. Und dann sind die entwurmt. Und dann werden sie nach einer Woche geimpft. Und nur einmal geimpft. Nicht grundimmunisiert, wie wir es machen nach 3 Wochen nochmal. Ist doch Geldverschwendung. Ich weiß nicht. Entweder machen wir zu viel. Oder die sind... Ich weiß es nicht. Fragen Sie mich nicht. Ich mache einfach, wie es normal ist. Ne? Grundimmunisieren. Zum Beispiel den Prinz müsste man jetzt auch nicht jedes Jahr impfen. Weil er ja, ne, vielleicht alle 2-3 Jahre. Oder wie würdet ihr machen? Na du, ich hab gar nicht gefragt, ob du geimpft bist. Du wirst doch geimpft sein. Ah ja. Das werden wir sehen. Den Fino hat er mir ja voll verwurmt verkauft. Und voller Zecken. Aber die Zecken hat er weggemacht. Okay, jetzt babbel ich nicht mehr so viel. Bin ganz aufgeregt. Ach, mein Mann. Zucker ist da. Ich habe Zucker gekauft. Oh, was hat's kostet? 1000 Pfund. Was, so teuer ist Zucker geworden? Ja, das darf ich nicht sagen mit deinen 1000 Pfund. Der denkt, mit dem Geld kaufst du 4 Katzen normalerweise. Ist egal, Geld. Bei 1000 Pfund hat er nicht Nein gesagt. Das war mein Joker. Ja. Für Mädel hätte ich auch 5000 zahlt, gell? Alles dabei gehabt. Es kommt alles wieder in den Safe rein. Ja. So, Dele, guck mal, Prinz. Hier ist Zucker. Da ist der Zucker. Ja, fein. Komm, zeig mal dem Zucker. Guck mal. Fino, lass ihn. Der kennt auch Hunde. Oh, Fino, komm. Komm raus, Fino. Fino, aus! Du machst alles kaputt, weißt? La, komm her. Guck mal, der Panther. Hey, Puma. Prinz, jetzt bist du nicht der Einzige. Komm mal her, also. Fini, du gehst jetzt mal raus. Gleich kommt die Mausi. Die hat aber Angst vor der Beauty. Komm. So, machen wir das alles in Ruhe. Jetzt setze ich mich mal hin. Na, was sagt ihr? Neuer Kumpel. Ah. Pss, pss, pss.
Delfini. Ah, nee. Zucker, komm. Komm, ich hole ihn mal her, dass er weiß, wo die Getränke sind, die Bar und so, weißt? Komm, komm her. Schau mal, hier gibt's Futter. Hier ist das Wasser. Hier ist Wasser. Guck mal, Wasser. Hier, Wasser. Dann haben wir hier. Gehen Sie mal weg, Donner. Also, Sie fressen den ganzen Tag. Ah. Habibi, komm. Lecker, lecker. Die arme Donner. Die frisst den ganzen. Du hast ja, guck mal, du hast die Tüten gar nicht aufgehoben. Bring ihn mal raus. Ah. Prinz, was ist da los? Und der ist 4 Jahre alt. Hm. Ich hab's schon gesehen, Henna. Mit Kuli. Warum geht's jetzt nicht aus hier? Hast du gesehen, die Princess muckt auf. Keiner muckt auf. Die haben sich gerade. Ich sehe nichts. Die Tüten hier. Hallo. 4 Jahre alt. Nicht lass den Fino. Oha, bist du laut? Der Pumi. Was ist denn das für eine Stimme? Zucker ist es. Guck mal. Oh, ich bin doch lieb. Friends, let friends will be friends. When you're in need of love, you give me care and attention. Der Name Zucker passt auch so schön. Hey, Zucker. Aber sein Popo ist ganz schmutzig, der Arme. Und die Pfoten auch, weil der hat ja nicht mal Platz, sich zu putzen dort. Guck mal. Wer riecht an meinem Popo? Wer seid ihr? Wieso riechen die? Die müssen mal gucken, weil der stinkt, weißt? Der riecht am Popo, der ist nicht richtig sauber. Der tut jetzt erstmal das Revier hier erkunden. Gibt's ja Mäus. Der Arme, der war 4 Jahre im Käfig. Sagen wir mal 3 Jahre. Duft immer nur kurz raus. Sowas kennt der nicht hier. Ist für den voll toll. Guck mal, wie sie alle kommen, die Bande. Alle zu mir. Sind doch Freunde. Die Donna, guck mal, wie sie steht. Der Pumi. Der Gafi, guck mal, der Gafi, richtig aggro. Gafi, aus! La! Genau, sag's denn mal, ich bin Zucker aus einer Hamadi und ihr Straßengesindel. Rosie, lieb sein, Gafi! Oh, du Prinz, der kommt und riecht an meiner Hand. Was ist das für einer? Habt ihr einen Ersatz für mich? Nein, niemals, niemals. Aber der hat blaue Augen, weiß Prinz. Und der war ein Zuchtbulle. Den haben sie ausgenutzt im Shop. 100 Pfund mal heiraten. Und dann haben sie die Babys verkauft. Ja. Du stell dir vor, die ganze Stadt kommt und der muss da einmal heiraten. Mit der ganzen Katze da. Der hat Schnauze voll. Der will nichts mehr wissen von irgendwelchen Leuten. Und immer in dem kleinen Käfig da drin. So, das wird schon, Leute. Also, busy Tage, Moselema. Bye, bye. Bin mal gespannt, was der Baba, wie er sieht. Zweimal Prinz. Der hat sich geklont. Der wurde mal zwei multipliziert. Der Prinz. Der Pump. Der hat den Puma auch gar nicht. Riechst du? Was ist da los? Ja, was ist hier los? Also den Fino lassen wir jetzt erstmal nicht rein, dann flippt er aus, der. Okay, also, bye bye.